meine Freunde, wir verlassen den Raum von Bertha, der Bodentrainerin. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass Ignaz hier ist. What? Never mind. Das wird jetzt interessant. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Habe ich eine Idee? Welche Idee habe ich? Welche Idee hast du, Sefi? Sag's uns, bitte. Holy shit. Well, wir haben für die letzten drei Trainer nur noch 5 Pokémon. Und wie wir hier durchkommen, seht ihr heute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht gegen den zweitletzten der Top 4, gegen Ignaz, a.k.a. Flint, den Feuertrainer, der mit Ninetales erstmal reinkommt. Und die Sonne rausbringt, by the way. Ich bin mir gerade am Überlegen, ob ich komplett Full Retard gehen soll und einfach in der Sonne die Flashfire-boostete Eruption spammen soll. Das wäre doch was. Ich mach euch nass. Ich gehe für den Thunder Wave. Für die Thunder Wave, meine ich. Bro, das macht ja nichts. Oh my goodness. So, ich glaube, die Sonne ist aber im ganzen Kampf, ne? So, Light Screen. Geht für den Solar Beam. Jetzt ist die Frage. Gehe ich zu Gyarados und sweepe? Ist das schon meine Chance? Oder gehe ich noch zu Gokina? Zu Krakatur? Oder was machen wir hier? Wäre, by the way, nice, wenn das Ding mal irgendwie eine Fullpara fressen würde, ne? Das wäre cool. Oh, you can really dance. Du bist bald auf Platz 2, Digga. Auf plus 2. Oh, warte mal. Ich muss viel mehr Dragon Dancen, ne? Bruder! Oh my fucking... Das ist halt wieder so scheiße, Digga. Kill ich dich auf plus 2 mit einem Aqua? Komm, das muss jetzt halt reichen. Ja, Digga. Die Sonne halbiert die Stärke meiner Wasserattacken. Aber da wir auf plus 2 sind, ist es wieder auf neutralem Damage. So, und du machst... Donnerschlag oder sowas, ne? Okay, dann gehen wir zuerst zu Spitzkopf. Mark Punch. Und er krittet halt mit Life Orb, Digga. Reflect. Digga, was ist los? 1 KP wieder überlebt. Ich gehe zu Krakatur. Ich weiß, dass er wahrscheinlich für den Mark Punch geht. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich gehe für die Earth Power. Wir sind Scarfed, haben Earth Power am Start. Wir treffen pretty much alles sehr effektiv damit. Und wir haben Light Screen und wir haben Reflektor draußen. Oh, Digga, das ist wieder... Okay, du hast eine vierfach effektive Bodenattacke, ne? Aber die ist nicht Stab. Bruder, du überlebst nicht mal das. Du Schmutzfink, Junge. Du absoluter Schmutzfink, Alter. Ja, get the fuck out of here, man. Earth Power ist speziell. Dein Bedroher juckt und... Oh, du überlebst es. Overheat? Oh my goodness. Sei froh, dass ich gescarft bin, Digga. Sonst würde ich jetzt Eruption Flashfire in der Sonne rausknallen, Digga. Und du würdest resistiert wahrscheinlich sterben. So. Alter, Krakatur, das beste Feuer... Trapmon. Oh, natürlich hat er Moltres. Natürlich hat er noch einen Moltres. Und er misst zum Glück den Hurricane, der by the way nur 50-50 Chance zu treffen hat in der Sonne.
Ich gehe für Dark Pulse. Könnte flinchen. Oh, shit, lol. Ja, moin, Slenderman. Oh, my goodness gracious, Freunde. Ja, nice. Oh, my goodness, als ob. Ey, das lief richtig gut. Mit Ausnahme von dem hier, Digga. Mit Ausnahme von dem hier, mit einem KP. Spitzkopf war bis dato MVP in dieser Liga, weil wir in jedem Kampf Lichtschild oder Reflect benutzt haben. Oh mein Gott, Digga. Okay, Guys, ich heile ganz kurz, setze wieder Elixiere ein und dann sehen wir uns beim letzten Kampf schon. Shit, boy. Alright, my dudes, let's go. Der letzte der Top 4 steht an. Und ich bin sehr gespannt. Oh, true, es ist ein Psychic. Yo, ich habe mich gerade im letzten Kampf noch gefragt, ob Slenderman wohl irgendwann nochmal eine größere Rolle spielen wird. Maybe in diesem Kampf. Maybe in diesem Kampf. Denn der hat bisher tatsächlich noch nicht so viel gemacht. Lucien. Oh, Mr. Mime. Well, dann haben wir wohl etwas Ähnliches vor, my dude. Ich gehe für die Thunder Wave. Warte mal, hat er gerade gelightscreened? Ich glaube, Lightscreen hat er gerade gemacht, ne? Dann gehe ich auch für den Lightscreen. Das Problem ist, beim Mr. Mime kann ich nicht wirklich... Gehe ich noch für den Reflect? Hat der physische Mons? Wir werden sehen. Ich kann nicht wirklich zu Slenderman raus, weil Mr. Mime ist ein... Ist ein Fairy-Type und er kriegt Stab auf Dazzling Gleam. Und das macht trotz des Lichtschilds noch einiges an Damage. Ich glaube, ich gehe an der Stelle einfach zu Krakatur. Und er kriegt eine Full-Para. Das ist wunderschön. Und ich drücke jetzt einfach die Eruption. Eruption ist wahrscheinlich trotzdem der bessere Move. Oh, shit. Ich habe ihn gekrittet. Ist trotzdem... Oh, ich hätte reflecten sollen. Shit, bro. Ist halt trotzdem der bessere Move, weil nicht alle Mons vom Gegner gegen Lichtkanone schwach sind. Aber hier hat es jetzt sowieso keine Rolle gespielt. Warte mal, ich glaube, ich gehe zu Gokina, wenn er den Nahkampf droppt, oder? Er wird straight für den Nahkampf gehen. Ja, Close Combat. Jetzt ist die Frage... Gehe ich raus zu Spitzkopf und drop den Reflect oder greife ich einfach mit Gokina an? Er hat nur den Lichtschild draußen. Das heißt, Gokina könnte jetzt theoretisch mit einem Aqua Tail killen. Aber Nahkampf war halt auch resistiert. Trotzdem hat er, wenn, dann Zen Headbutt und das ist nicht annähernd so stark. Theoretisch müsste ein Aqua Tail jetzt reichen. Und wir outspeeden sogar. Wow, Digga, let's go. Okay. Okay. Hey, ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich renne hier mit Heatran und Darkrai rum und so, ne? Aber, ja, okay, cool. Nimm halt ein Legi, nimm halt ein Latios mit Level 87. Du hast Safe Donnerblitz. Ich glaube, ich habe noch den Lightscreen. Hast du Eisstrahl oder irgendwie so? Ich glaube, ich muss zu Sacklaus. Thunderbolt, tatsächlich. Uff, Digga. Und jetzt kann ich einen gespecksten Dazzling Gleam raushauen. Und er hat keinen Lightscreen mehr. Uff, Bruder.
Moment mal, ist jetzt mein Lightscreen weggegangen oder seiner? Oh, das war wieder so... Das hat wieder so gemattert, Mann. Das hat wieder so krass gemattert, Bro. Dieser dumme Crit. Okay, er hat auch... Er ist auch Wahlbahn. Oh, jetzt ist er weg. Shit, okay. Er hat auf jeden Fall Wahlblas. Ja, 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 ja. Shit, das war unser Lightscreen. Ich trottel. Okay. Habe ich irgendwas? Ich meine, Slenderman wird es nicht ganz so viel machen, right? Sacklaus macht zu viel, Mann. Wir machen vor allem nicht genug Damage mit Sacklaus. Okay, gut zu wissen. Der Junge hat scheinbar Safe-Dingens. Nasty Plotten. Wir Nasty Plotten einmal und dann gehen wir rein in die Luzi. Er hat längst keine Screens mehr. Und das war's. Wir outspeeden ihn safe wegen der Para. Digga, Cresselia ist so wichtig. Wir haben keinen Reflect. Ich könnte zu Gukina gehen. Den Bedroher raushauen. Aber er hat safe Erdbeben für Krakatur. Nee, wir bleiben einfach drin, Digga. Ich könnte Ominous Winden und für den Omniboost hoffen. Oder ich könnte einfach plus 2 auf Dark Pulse gehen. Das Ding ist halt... Warte mal. Die Mechanics wurden angepasst, right? Weil in der Generation, wo das spielt, hat Dark Pulse... Wurde Dark Pulse noch resistiert von Stahl. Das bedeutet, es wäre neu neutral gewesen. Das heißt, er würde es jetzt überleben. Aber ich glaube, da alles angepasst wurde, auch mit den Fairy-Typings und so, ist Unlicht... sehr effektiv auf ihn und plus 2 Stab reicht das safe. Okay. Ja, wenn es die alten Mechanics gewesen wäre, hätte das jetzt nicht gereicht und er hätte uns wahrscheinlich aus dem Leben gezwirbelt, Digga. Espion. Ich outspeede dich. Let's go, Bro! Hat er noch was für uns? Oh, der ist schnell. Aber wir haben noch Lightscreen drin und er muss den Focus Blast treffen. Und selbst wenn er trifft, ist es kein sicherer KO für ihn. Oh, Digga, wie ausbieten. Oh, oh, mein Gott. Hat das... Nein, er hat kein Sash, nichts. Digga, let's go, Slenderman. Oh, das hat sich so gelohnt, dich mit dem Meisterball zu catchen, Bro. Let's go. Congratulations, du hast die Top 4 besiegt. Oh, my fucking Lord, man. Ja gut, Freunde. Damn. Alter Schwede. Krass. Wir haben es tatsächlich geschafft, zwei Trainer in einem Paar zu schaffen, ne? Diese und letzte Folge. Aber auch nur, weil ich super krass Progress gemacht hab. Ne, ich will nämlich nicht mehr allzu viele Folgen bringen. Ich will noch die nächste Folge gegen Cynthia und dann den Endbosskampf gegen Troy. Das werden maximal noch 2 Folgen werden und dann ist das Projekt hier vorbei. Holy shit. Ja, ich werde jetzt wieder heilen und alles vorbereiten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge gegen Cynthia. Haut rein, vielen Dank für die Daumen und guckt auf Twitch vorbei bei den Streams.